Halle de Juwitzen Motorrad Rocker vor Gericht. Autor D. Seltsam Gensi. Werte Sportfreunde, schauen Sie mal am Freitag Fernsehen oder in die Boulevardpresse. Akt 2 beginnt. Vier Motorradrocker stehen vor einem deutschen Gericht. Über die Anklagepunkte, die sehr zweifelhaft sind, möchte ich mich hier nicht weiter äußern. Heute, am Mittwoch, dem 24. Juni, war erster Verhandlungstag und die Herren Motorradrocker haben sich auch so vorgestellt, wie es eben in Motorradkreisen üblich ist. Der Verhandlungstag war für die Katz. Mit sicherlich dubiosen Anträgen wurde das Gericht überzogen, bis der Richter erstmal schlapp gemacht hat. Einer der Herren Rocker hat sogar einen Verhandlungsantrag gestellt, ihm zu erlauben, doch die Rockerjacke seines auf der Anklagebank neben ihm sitzenden Rockers anziehen zu dürfen. Nun hat der Staatsanwalt angekündigt, am Freitag einen neuen Versuch zu wagen, um die Kerle verurteilen zu lassen. Also, am Freitag, Act 2, ich rufe dazu auf, Interessierte, geht in den Zuschauerraum des Gerichts und schaut euch die Show Teil 2 an. Dazu nämlich folgendes, natürlich ist die Justiz verpflichtet, bei Straftaten die Verfolgung ohne Ansehen der Person durchzuführen. Aber die deutsche Justiz mutiert inzwischen zu der gleichen korrupten und kaputten Justiz, wie sie in Deutschland Ende der 20er Jahre herrschte. Damals hat's dann 5 Jahre gedauert, dann waren die Nazis da, was heute nicht mehr passieren kann. Aber die Wiedervereinigung in Deutschland hat auch das Verkommen der Justiz gebracht, die Justiz ist größtenteils korrupt und teilweise regelrecht kriminell. Ich sage es nochmals. Egal ob Rocker oder Finanzbetrüger, jede Straftat muss verfolgt werden, aber es kann nicht sein, dass unliebsamen Bürgern, hier Motorradrockern, noch einiges dazu gedichtet wird. Die Rocker stehen nämlich vor Gericht, weil sie so komisch und gefährlich aussehen und vor allen Dingen weil sie Motorradrocker, Harley-Davidson-Rocker, sind. Es ist doch so, deutsche Richter sind völlig weltfremd. Das muss man sich so vorstellen, die sitzen zu Hause vor einer Kugel und müssen zusehen, wie sich in der Kugel das schöne Leben abspielt. Und Staatsanwälte, deutsche Staatsanwälte, das sind mehr Trottel als Staatsdiener. Aber woran liegt das? An deutschen Universitäten werden Tausende von Juristen von der Stange produziert, die alle keine Arbeit mehr finden können. Die besseren dieser von der Stange Juristen werden Anwalt, da gibt's mehr zu verdienen, und die schlechten von denen werden Staatsanwalt, weil der Job so schlecht bezahlt wird und man keine Leute findet und deshalb jeden nimmt. Und das Schlimme ist, diese Trottel werden dann später Richter. Ich zitiere hier nur die Schlagzeile einer großen deutschen Zeitung vor nicht allzu langer Zeit, da hieß es, als Staatsanwalt versagt, jetzt Richter. Hier geht es aber um Motorradrocker, die nur wegen ihres Feiblis angeklagt werden. Ich bin selbst Motorradrocker mit Harley-Davidson und füge diesem Video mal Bilder vom Treff in Hamburg 2008 bei, da sehe ich auch wie ein gefährlicher Rocker auf der Maschine aus, obwohl ich im wahren Leben wie ein harmloser biederer Finanzbeamter aussehe. Und auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Peter Struck. Der schmisst am Weekend seinen Anzug in die Ecke, steigt in seine Lederkluft und setzt sich auf seine Maschine. Auch die hier vor Gericht stehenden Rocker, das sind nicht etwa halbstarke, das sind Oldies mit einer Harley-Davidson, und deshalb müssen sie jetzt vor den Strafrichter und sollen offenbar mit Trickswerk nackt werden. Wie gesagt, am Freitag Part 2 der Show vor einem deutschen Amtsgericht bzw. Strafgericht. Ich bin sicher, die Herren Motorradrocker werden sich geeignete Showeinlagen einfallen lassen, so dass es wohl noch mehrere Verhandlungstage geben muss. Dr. D. Seltsam Gensi.